Welche Experimente kann man bei Ihnen machen? Bei uns wird ein Bausatz zusammengelötet, ein Schubladenalarm. Ein Schubladenalarm gibt Alarm, wenn die Schublade geöffnet wird. Und dann kann man bei uns noch funken. Man kann sehen, wie Funkverbindungen funktionieren über Kurzwelle oder über Ultrakurzwelle. Welche Firma vertreten Sie? Wir vertreten keine Firma, wir sind ein Verein. Wir sind die Union Schweizerischer Kurzwellenamateure. Das ist der Verein der Funkamateure, die es in der Schweiz gibt. Welche Berufe kann man bei Ihnen lernen? Amateurfunk ist ein Hobby für Jugendliche, ein Hobby, wo man sich auseinandersetzt mit Elektronik, mit Physik, mit Naturwissenschaften, mit Informatik auch, wo man sich eben viele Kenntnisse aneignen kann, die später im Berufsleben nützlich sein können. Muss ich dafür gut in psychisch, Chemie oder Mathe sein? Für technische Berufe ganz allgemein muss man gut sein in Mathematik, muss auch Freude haben an Physik, muss Freude haben an Chemie. Welchen Beruf haben Sie und wie wird man das? Mein Beruf ist Elektroingenieur. Ich habe diesen Beruf erlernt durch eine Matura zuerst an einer Mittelschule, an einem Gymnasium und anschließend ein Studium an der Technischen Hochschule in Zürich.